Lieben, auch heute gibt es nochmal zwei Bücher, die ich gelesen habe, nämlich diese beiden hier, einmal Kalender Girl und Paper Swan, und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich beginne an dieser Stelle mal mit dem Buch, und zwar Kalender Girl berührt. Das ist der zweite Teil von dieser Reihe, also April, Mai, Juni. Es geht hier immer noch um Mia, die versucht, die Schulden ihres Vaters abzuarbeiten, indem sie als Escort Girl arbeitet. Und ja, auch diese drei Monate halten wieder einige Überraschungen für sie bereit. Und ich muss sagen, ich fand das Ende eigentlich ganz gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde den dritten Teil auch auf jeden Fall lesen und den vierten natürlich dann auch. Ich hoffe nur, dass die im dritten Teil sich dann so langsam mal einkriegen, die Charaktere. Denn noch mal weiter so ein Hickhack würde mich dann nerven. Also ich hoffe, dass das dann so im dritten Teil dann schon so ein bisschen mit geklärt wird. Was kann ich euch ansonsten zum zweiten Teil erzählen? Mia ist ja als Escort und jeden Monat bei einem anderen Typen. Und im April ist sie bei einem Footballspieler, wo sie so als neue Freundin sich halt geben soll. Im Mai ist sie dann auf Hawaii. Das ist so krass auf Hawaii, was da passiert. Und im Juni ist sie dann in Washington und soll als kleines Anhängsel quasi von so einem Politiker, die jetzt alle junge Freundinnen haben, soll sie so agieren. Falls von euch diese Bücher noch nicht kennen, dann muss ich dazu sagen, Mia ist wirklich nur ein Escort und ihr steht es frei, mit ihren Klienten quasi sexuelle Handlungen zu tätigen, und mit einigen tut sie das, mit einigen wieder nicht, aber wenn sie das mit den Leuten tut, ist die total die Nymphe. Das kann man nicht anders sagen. Diese Frau denkt den ganzen Tag nur an Sex. Und das finde ich ein bisschen furchtbar. Also Mia ging mir als Charakter in diesem Buch schon ein bisschen auf den Sack. Das ging mir aber auch im ersten Teil schon so. Aber trotzdem wollte ich wissen, wie es weitergeht. Und ich will auch jetzt wissen, wie es weitergeht. Das ist so, oh, verdammt. Mia ist vom Charakter her eine Frau, die gerade versucht, sich zu finden. Und die dieses Jahr für sich quasi auch so ein bisschen als Selbstfindungsjahr sieht. Als Jahr, um sich halt einfach mal zu testen und seine Grenzen auch herauszufinden. Und ja, damit setzt sie sich halt nebenbei auch noch immer auseinander. Aber sie ist halt auch wirklich sehr geil auf Sex. Anders kann man es nicht sagen, aber es ist halt ein Erotikroman. Mein Gott, da wird nun mal gepimpert. Es ist halt einfach so. Teilweise war es mir auch wieder hier ein bisschen zu viel und drüber, aber naja gut, das ist halt immer alles Geschmacks- und Ansichtssache. Ich fand das zweite Buch auch wieder ganz nett. Ich werde auf jeden Fall weiterlesen, auch wenn ich da ein bisschen genervt von teilweise bin, aber naja gut. Was will man dazu sagen? Mehr kann ich euch zu diesem Buch auch nicht sagen. Schreibstil war gut, Handlung war gut, Charaktere waren gut, war alles gut. Ich möchte jetzt hier nicht so viel verraten. Das ist immer so ein bisschen problematisch bei zweiten, dritten, vierten Teilen, wenn die Handlung so aneinander anknüpft. Ja, deswegen kann ich euch mehr zu diesem Buch auch eigentlich gar nicht sagen, außer dass ich es gut fand. Es hat mich jetzt nicht umgehauen, es hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Es war jetzt kein Buch, wo ich sage, oh mein Gott, das ist so toll. Aber ich möchte gerne weiterlesen und ich möchte wissen, wie das mit Mia hier ausgeht und ob sie es schafft, die Schulden ihres Vaters zu begleichen. So, kommen wir jetzt zu diesem Schätzchen hier. Paper Swan von Leila Etta. Ich muss sagen, ich habe mir unter diesem Buch was ganz, ganz anderes vorgestellt, wie es schlussendlich ist. In diesem Buch geht es um Sky Sedgwick, und Sky wird entführt und hofft, dass der Entführer Lösegeld möchte und sie dann schnell wieder auf freien Fuß kommt. Aber da hat sie sich geirrt, denn ihr Entführer verschleppt sie auf ein Boot, wo sie dann wochenlang gequält wird und malträtiert wird und auch Hunger leiden muss. Es ist so, dass der Entführer sie natürlich nicht zufällig ausgewählt hat, denn Sky kennt ihn. Und die Vergangenheit der beiden spielt da auch noch eine ganz, ganz große Rolle mit. Und diese Geschichte entwickelt sich dann von einer Entführungsgeschichte zu einer richtig guten Liebesgeschichte, wo ich auch zwischendrin so ein bisschen meine Probleme mit hatte, die Handlungsweisen der Charaktere zu verstehen. Das war ein bisschen meiner Meinung nach zu viel Kitsch und das war einfach zu drüber. Und so hätte teilweise man nicht reagiert, das kann mir keiner erzählen. Aber ich mochte die Geschichte auf jeden Fall total gern, und die Geschichte hier befasst sich dann auch noch mit den ganzen Nachwirkungen quasi nach dieser Entführung. Also diese Entführung wird dann in diesem Buch noch aufgelöst, und ja, die letzten 150 Seiten beschäftigen sich dann mit dem danach. Und das ist so gut, was dann danach dieser Entführung noch kommt und was da alles noch aufgezeigt wird und wie das Schicksal einem wirklich so das Leben quasi durchkreuzen kann. Es ist so gut in diesem Buch geschrieben. Die Handlung hier in diesem Buch hat mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, es gab so zwei, drei Sachen, wo ich echt den Kopf geschüttelt habe. Aber na gut, so ist das halt. Aber hier das Ende, gerade die letzten 150 Seiten, haben mir mega gut gefallen. Ich
mochte auch die Charaktere total gern. Ich mochte Sky, auch wenn ich bei Sky teilweise gedacht habe, oh Gott, Mädchen, bist du ein bisschen doof. Und ich mochte auch Damien. Und ich finde die Geschichte, diese Hintergründe dieser Geschichte, warum die Charaktere sich so entwickelt haben, finde ich einfach nur so gut und so toll erzählt. Und ja, hat mir richtig gut gefallen. I like it. Vom Setting her befinden wir uns hier in den USA und in Mexiko. Das wechselt immer mal so hin und her. Hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Es wird hier auch so ein bisschen die mexikanische Kultur noch mit eingebracht. Jetzt nicht so im Übermaß, aber so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall quasi ist hier auch noch mit drin. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Und ja, der Schreibstil war auch wirklich, also war wirklich mein Ding. Der Schreibstil war jetzt nicht so mega einfach und locker leicht. Er war schon ein bisschen poetisch auch geschrieben und ein bisschen ausführlicher auch geschrieben und detailliert auch geschrieben, was ich aber wirklich sehr, sehr gut fand. Und ja, wie gesagt, dieses Buch hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich mochte die Handlung, ich mochte die Charaktere, ich mochte das Setting. Hier bei diesem Buch wirklich, bis auf, wie gesagt, diese zwei, drei kleinen Sachen, wo ich mit dem Kopf geschüttelt habe, war dieses Buch für mich wirklich rundum perfekt. Es hatte eine tolle Hintergrundstory, die Charaktere haben sich toll entwickelt in dieser Geschichte. Die Plot-Twists in dieser Geschichte waren einfach nur gut. Man hat hier nicht kommen sehen teilweise, was alles passiert ist. Und man hat hier wirklich mit den Charakteren gelitten. Also ich habe mit Damien gelitten, ich habe mit Sky gelitten. Und ja, diese Geschichte hat bei mir auf jeden Fall noch sehr, sehr lange nachgewirkt. Und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte mit einem ganz, ganz interessanten Ansatz. Also wie gesagt, dass aus so einer Entführungsgeschichte eine Liebesgeschichte entsteht, hat mir richtig gut gefallen und ja, I like it, I love it und ich empfehle es euch, kriegt den Susi-Stempel. Lest Paper Swan, wenn ihr auf Mädchenbücher steht. Wenn ihr jetzt so Mädchen seid, die nicht so Kitsch mögen und nicht so Geschichten mögen, die auch ein bisschen drüber sind, dann solltet ihr es lassen. Dann ist dieses Buch wahrscheinlich nichts für euch, denn ich habe festgestellt beim Lesen, es wird Leute geben, die dieses Buch lieben, so wie ich, und es wird Leute geben, die dieses Buch absolut blöd finden. Und ich denke, es wird wenig Leute geben, die da so dazwischen hängen. Also entweder man mag es oder man mag es nicht. Und ja, ich bin froh, dass ich zu der Kategorie "Ich mag es" gehört habe, denn es ist einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich werde sie definitiv in meinem Leben noch ein, zwei Mal lesen. I like it, I love it. Und ich empfehle sie euch. Schaut euch Paper Swan von Layla Etter auf jeden Fall. Das waren noch zwei Bücher, die ich gelesen habe. Wenn ihr diese Bücher auch kennt, dann schreibt es mir immer unten in die Infobox. Ich muss mich beeilen und schnell reden. Mein Akku blinkt. Der geht gleich aus. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Bye, bye.